hier ist Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Gefällt mir. Und ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal ein Thema an, was ihr mir in letzter Zeit ständig per E-Mail oder per Facebook schreibt. Und zwar fragt ihr mich alle, ey, was für Bücher lese ich? Welche Bücher kann ich empfehlen? Ich meine, ihr wisst alle, ich liebe es zu lesen, ich liebe Bildung. Ist, finde ich, der Schlüssel zu allem im Leben. Egal, was du haben willst. Glücklicher werden, mehr Geld, bessere Freunde, besser in der Schule. Bildung ist der Weg, um am schnellsten und effektivsten dahin zu kommen. Wie bildet man sich am besten? Durch Bücher. Oder wie ich es mache, durch Hörbücher. So, und jetzt habe ich halt viele E-Mails bekommen von wegen, ja, nenn mir deine drei Lieblingsbücher. Und ich will euch heute nicht unbedingt meine drei oder fünf oder zehn Lieblingsbücher nennen, sondern ich will euch drei Arten von Büchern mitgeben, die ihr unbedingt lesen solltet. Weil jeder von uns reagiert auf manche Bücher anders. Vielleicht mein Lieblingsbuch, was in meinem Leben den meisten, ja, die meisten Auswirkungen hatte, wird vielleicht für euer Leben eher so nebenständig sein. Vielleicht steht manches drin, was ihr euch denkt, ja, ist ja offensichtlich, das weiß ich schon seit 10 Jahren. Während ich es irgendwie vor einem Monat erst entdeckt habe, das Buch, es gelesen habe und dachte, oh wow, das stellt meine Welt auf den Kopf. Für euch ist es aber schon seit Jahren so Alltag. Von daher möchte ich keine speziellen Bücher nennen, sondern euch drei Arten von Büchern vorstellen. Und zwar Nummer 1, das sind sogenannte Klassiker. Das heißt Bücher, die den Test der Zeit überstanden haben. Nimm Tolstoi, Kant, Ralph Waldo Emerson. Das sind Bücher oder Texte, die es seit 100, 200, 300, 400 Jahren gibt und von Generation zu Generation weitergetragen wurden. Das heißt, diese Gedanken sind auf einem sehr hohen Level. Es ist kein, ich sag mal heutzutage, kein Mainstream-Buch, wie man es heute in einer Buchhandlung sieht, was krass beworben wird, nur weil es irgendwie neu ist. Sondern es ist ein Buch, was wirklich seit Hunderten von Jahren relevant ist und diese Gedanken kommen immer, immer wieder in jeder neuen Generation auf und werden somit von Generation zu Generation weitergebracht. Das zweite sind Sachbücher, Fachbücher, How-To-Bücher. Sprich, Sachen, die euch praktische Dinge beibringen. Wenn euer Handwerk zum Beispiel ist, ein Musikinstrument zu spielen oder Kraftsport oder Gesundheit, dann solltet ihr Bücher lesen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Weil damit lernt ihr die Skills. Damit lernt ihr, okay, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das. Ihr wollt ein Business aufbauen, okay, dann lest ihr Businessbücher. Wie baue ich ein Business auf? Ihr wollt besser an der Uni werden, okay, wie lerne ich besser? Dann lest ihr Bücher oder arbeitet Kurse durch über genau dieses Thema. Wie man besser lernt, wie man effektiver lernt. Was auch immer euer Gebiet ist, lest Bücher darüber. Natürlich müsst ihr jetzt nicht nur euch auf Bücher begrenzen, die zu eurer Karriere oder eurer Expertise oder eurem Hobby passen, sondern ich rede von generell Sachbüchern, Fachbüchern. Dann Nummer 3 sind die Biografien. Mega cool. Und zwar sind die dafür da, euch zu zeigen, wie andere Leute in der Vergangenheit mit Herausforderungen umgegangen sind. Wenn ihr jetzt vor einer großen Herausforderung steht, eine neue Situation, die ihr vorher noch nie hattet, kann es schon mal sein, dass ihr ein bisschen überwältigt. Seien wir ehrlich, ist bei jedem so. Ein krasser Lebenswandel. Da kommen schon mal Emotionen auf, wie, ja, schaffe ich das? Lasse ich das doch lieber, gebe ich lieber auf? Wenn ihr solche Bücher lest, merkt ihr einerseits, wie andere Leute mit genau diesen Situationen umgegangen sind, weil egal, in was für einer Situation ihr steckt, irgendjemand wird schon mal da durchgegangen sein. Und ihr könnt eure Situation ein bisschen schmälern lassen. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Dass die Situation kleiner wird. So, jetzt kommen wir wieder ein englisches Begriff in den Kopf. So, und zwar dadurch, dass ihr in einer Biografie liest, dass Leute durch viel, viel, viel schlimmere Situationen gegangen sind. Ich habe letztens die Biografie Devil at My Heels gelesen, ist von einem Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn du das liest und dann vor ein paar Herausforderungen aus deinem Alltag vor dir hast, nehmen wir an, ich muss früh aufstehen, ich muss das machen, das abarbeiten, soll ich nicht lieber doch aufgeben, zum alten Job zurück? Dann denkt ihr da dran, von wegen, der hat 2-3 Jahre in Kriegsgefangenschaft überlebt, ohne viel Essen, mit inhumanen Bedingungen. Ich bitte dich, dann wirken die eigenen Probleme eher so, naja, wenn der das schafft, dann schaffe ich ja wohl das. So, dann werde ich ja wohl meinen Master machen oder meinen Bachelor, dann werde ich ja wohl mein Abitur bestehen, dann werde ich ja wohl meinen Traumkörper haben, werde ich ja wohl das Mädel darüber ansprechen können. Solche Sachen. Das heißt, das lernt ihr aus Biografien. Das sind so meine drei Arten von Büchern, die ich jedem empfehlen kann zu lesen. Die Reihenfolge, wann ihr sie liest, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, ihr fokussiert euch auf diese drei Bücher. Natürlich kann man Romane lesen und einfach Bücher zur Unterhaltung. Bin ich auch mega Fan von, auf jeden Fall. Aber ihr wollt unbedingt wissen, was für Bücher ich empfehlen kann. Und das sind die drei Arten von Büchern. Ich will euch keine bestimmten Bücher geben. Liest das von dem Autor. Weil ganz ehrlich, das Buch kann mega toll sein, aber vielleicht finde ich den Autor einfach toll. Das heißt, der Autor und ich sind auf einer Wellenlänge. Dann gebe ich dir das Buch.
Auf einmal heißt es bei einem von euch, ja, ich mag den Autor überhaupt nicht. Und dann quält sich durch das Buch. Nee, ist nicht nötig. Dafür gibt es genug Bücher zum gleichen Thema. Zu jedem Thema gibt es hunderte Autoren. Von daher, wenn man einen Autor nicht mag, kann man auch ein anderes Buch zu dem gleichen Thema lesen, was von einem anderen Autor ist. Deshalb, dieser kleine Tipp von mir, lest diese drei Arten von Büchern. Legt euch nicht auf ein bestimmtes Buch fest. Und wendet das mal an, in eurem Leben. Ne? Nicht nur die Videos gucken, sondern rausgehen und sich die Bücher besorgen. Aus diesen Sparten. Cool. Dann würde ich sagen, was für heute. Macht einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Teilt das Video auf jeden Fall. Wenn ihr mit mir schreiben wollt, das ist viel einfacher. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken. Aber ich habe gemerkt, über Facebook fällt es den meisten Leuten einfacher, mir mal eben so Nachricht senden. Und zwar unten ist ein Link zu meinem Facebook-Profil. Ihr könnt mich gerne hinzufügen. Schreibt mir, wir können ein bisschen zusammen chatten irgendwie. Über ein paar Themen reden und dann entsteht auch wieder so ein Video, wenn mir genug Leute sagen, ey, sprich mal darüber oder das, dann entstehen solche Videos wie hier. Geil? Dann war's das und wir sehen uns morgen. Ciao.